Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, wir haben jetzt hier, erledigt, was wir erledigen wollten. Ich müsste jetzt dem Händler noch den Passierschein geben und dann müssten wir zurück noch zu diesem Lager von dem, ich sag mal, Häuptling, Clan-Anführer. Denn wir hatten ja gesagt, dass wir auf jeden Fall mit dabei sein werden. So, wir müssen in diese Richtung. Ich gehe mal hier lang. Warte mal. Kann ich hier was verkaufen? Your Excellency, welcome. I am honored to receive such a prestigious guest. You will not regret it. My wares are the best in all Hikmet. And always in the vanguard of progress. Warum sehe ich so komisch aus? Ach, das war nur das Licht. Mein Gott. Schon Panik geschoben hier. So, oh. Na. Okay. 185. Das geht doch gar nicht auf. Hä? Hier, die habe ich ausgerüstet, genau. Ach, 102. Ja. Den habe ich noch gar nicht ausgerüstet. Ja, dann werden wir das jetzt verkaufen hier. Nee. Verkaufen. Verkaufen. Ja, alles verkaufen. Thanks for your visit. Come closer. So, jetzt muss ich hier noch. Doch, den habe ich ausgerüstet. Was soll das denn? Warum wird mir das denn nicht ange. Ach, das ist ein anderer Ring. Ach. Ja, mal gucken, ob wir. Ich denke mal, wir werden auf dem Weg keinen Dingens finden. Kein, wie heißt das? Ach mein Gott, jetzt komme ich nicht drauf. Kein Schmied. Egal, ich komme schon an dem Schmied irgendwann vorbei. Und dann werde ich definitiv erstmal ein bisschen aufrüsten. Ich fühle mich heute so ein bisschen weit weg. Das liegt aber daran, dass ich mit meinem Stuhl immer wieder vom Schreibtisch rutsche, weil das ja hier so uneben ist. Im Büro. Jetzt habe ich den Schreibtisch hier auf der anderen Seite gestellt. Das ist ja schon ewig her. Und seitdem rutsche ich nach hinten. Und ich friere extra für euch. Ich habe die Heizung nämlich nicht angemacht, damit es nämlich im Hintergrund nicht rattert und knattert. Und ja. Jetzt sitze ich hier und bin total am Frieren. Ich habe richtig Gänsehaut. Dann gucken wir gleich den. Ich wollte nicht. Und mir gleich eine Jacke anziehen. Ja, wo ist er denn? Oder? Da ist der Händler. Hä? Please. Help me! Just keep walking, Renaixe. This does not concern you. Have mercy! They will kill me! I am but a merchant who wishes to trade with the big city. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Die haben so eine schwarz-weiße Bemalung und der andere hat jetzt eine blaue. Und letztens sind wir welchen begegnet, die hatten so eine braune. Die haben alle eine verschiedene Bemalung. Jeder Clan. Den Krieger bedrohen, Tizun ihnen erzählen, dass Truppen anrücken, Charisma versuchen, ihre Vernunft zu appellieren. Ja.
I never thought I would see several Islander warriors attacking a mere merchant. And I thought honor and righteousness were of the utmost importance in your culture. I must have been mistaken. What are you trying to say, Renaixe? Are you insulting us? You are insulting yourselves by behaving this way. He's an unarmed man. He's trying to survive. What honor is there in attacking him? He is a traitor. He deserves to be punished. But you are right. He is not worth attacking. Let's leave. His punishment will come once we have chased the Renaixe away, and he cannot sell his products. Adlo Reda on Olmanawi. May the trees along your path always bear fruit. Think nothing of it. Ulan told me that you were not able to enter the town. It is true. The soldiers did not let me enter. They left me outside, and the Donaya Exdragao took advantage of this opportunity to attack me. Rest assured, I have obtained permission for you to enter from the governor of Hikmet, which should allow you to set up your stall in the city. Adlo Reda, Renaixe. Thanks again. Farewell, merchant. Perhaps we will meet again. So. Und nun müssen wir zu dem... Also das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Häuptling und dem halt beistehen, während der Botschafter halt von dem Gouverneur anrückt. Dafür müssen wir hier hin. Ach ja. Dafür müssen wir jetzt erstmal 9 Stunden reisen und... Oh, ich muss meine Füße anders platzieren. Oh. Und jetzt warte ich, bis das da oben steht, dass wir weiter können. So. Machen wir das jetzt erst. Ach, wir sind direkt. Guck mal. Direkt da. Wunderbar. Ulan, I see that the governor of Hikmet's emissary is already here. He is. And I am very thankful that you succeeded in organizing this meeting. I am full of hope for the future. We are very grateful as well, Your Excellency. However, if you could leave us, I am sure you can understand that the discussion we are about to have must remain confidential. Naturally. I hope that you will reach an agreement. Ich soll jetzt draußen 1 Stunde und 59 Minuten warten. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Da bin ich reingekommen, oder? Bin ich von da gekommen? Nee, ich bin von da nicht gekommen. Was denn hier drinne? Ah, den wachsen teilweise auch so Äste aus dem Kopf. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Ich dachte erst, ich hätte mir das eingebildet, dass da so Äste rauswachsen oder so, dass das vielleicht so eine Art Haare sind oder Hörner oder sonst irgendetwas. Das sind Äste, ist krass. Das ist eklig, wie sich dieses Ding da öffnet. Ich weiß auch nicht. Soll ich den jetzt 1 Stunde rumkriegen hier? Guck mal, was haben wir denn da? Aha. Gucken wir uns jetzt mal gleichzeitig mal so ein bisschen um. Hier wird gebetet. Diese Dinger, die hier... Die hier mit den Knochen und also die aus dem Meer hier, die sind sehr, sehr riesig. Wenn das hier nur alleine die Rippen sind. Oh, warum bin ich denn jetzt so müde? Weil mir so kalt ist, deswegen bin ich bestimmt jetzt gerade so müde. Oh. Wir haben gerade was zum Anziehen gekriegt. Ich möchte mir das einmal angucken. Wir haben ja eh Zeit. So. Neues Outfit. 48.
Hat jetzt nicht wirklich Verbesserungen, also. Ah, die Klamotten sind schön. Kann jetzt nicht in jedes Haus, ne? Ne, bei einigen ist da so ein Dingens vor. Toll. Ne, doch nicht. Ich dachte jetzt, ich wäre schon wieder überladen. Was eigentlich hätte sowieso nicht sein können. Weil ich ja... Ah? Ach, guck mal hier. Hier wird noch gefalscht. Da sind wahrscheinlich, ich denke mal, das sollen Reittiere sein oder so, weil die, das sieht aus, als wenn die irgendwie so mit so einem Zaun irgendwie abgesperrt wurde. Na, bei denen wachsen aber die Hörner aber ganz schön, wa? Bei den anderen, die wir getroffen haben, war das noch nicht so extrem. Der Hund macht hier wieder so ein Atemkonzert. Was haben wir hier? Kann ich gar nicht rein. Mhm. Ah, die war auch gerade zu. Huchholla. Ich bin ja auch auf mein Handy gekommen. Das ist 7 Minuten, guck mal. Wir haben es gleich geschafft. Supi. 4 Minuten, 3, 2, 1, los. Jetzt bin ich mal gespannt. So, have you reached an agreement? Our discussions were very fruitful. However, we are faced with a problem. Really? Our peace treaty depends on the ability to exchange freely. And Chief Ulan has warned me that our merchants would be at risk of being attacked by the neighboring clan. Mordun, the chief of the village of Igugsob, is at the near Exragao. He is among those who think that the people of your island are only here to take from us. But his village would... Without this, I... Nee, ich muss hier... bleiben. Also ich kann nicht wegreisen. Es ist auf jeden Fall hier. Mal gucken. Was soll hier irgendwo? Muss ich nach oben? Oh, der Hirsch. Hä? Nee, ich muss, glaube ich, einmal rum. Oh. Seite aus einem Reisetagebuch. Am Waldrand, als ich auf der nördlichen Route auf dem Weg zum Herz des Berges war, erblickte ich auf der Straße links hinter den Büschen eine Brücke, die mich zu einer Truhe führte. Ich frage mich, wer eine Truhe an einem solchen Ort hinterlassen haben könnte. Sicherlich ein Schatz eines Nauten. Die Nacht bricht herein, ich werde morgen hingehen und nachsehen. Links hinter den Büschen eine Brücke. Huch. Da auf jeden Fall nicht. Eine Brücke macht ja nur da Sinn, wo auch Wasser ist. Da glitzert auf jeden Fall was. Ich denke aber mal, wir werden kämpfen müssen. Bit of poison on my blade. Then let's go!
Take a potion if you want to cast more spells. Upsala. Das ist jetzt aber keine Truhe gewesen. Dann war man wahrscheinlich dann doch da hinten. Macht ja nichts, muss ich ja sowieso... Huch! Mein Gott, hast du mich erschrocken. Muss ich ja sowieso hin. Ich krieg doch nicht so eine Panik hier. Mein Gott, die trennen mir doch nicht die ganze Zeit hier vor den Füßen. Müsste hier dann doch sein. Irgendwo. Hinter den Büschen. Hinter den Büschen im Wald. Das ist auch wieder so eine geile Sache. Hinter den Büschen. Ich muss auf jeden Fall hier hoch. Das steht schon mal fest. Da liegt irgendwas auf der Lichtung. Bit of poison on my blade. Then let's go. Let's see if you can ward off this fate. Ah, die anderen haben davon gar nichts mitgekriegt. Muss dingend. Ich brauche einen Schmied, ey. Ich brauche einen Schmied. Hier ist eine Brücke. Warte mal, da gehe ich weg. Hä? Wo muss ich denn hin? Hier? Take a potion if you want to cast more spells. Jetzt will sie auf einmal schnell ausweichen. Das hier, das sieht irgendwie für mich aus wie so. So Mischung zwischen Bär und Warzenschwein. So. Und das da hinten sind ganz komische Wölfe. Die sehen aus wie so eine Mischung zwischen normaler Wolf und Werwolf. Weil der Rücken so krumm ist und die Beine. Und so lang wirken, ne? Ich hoffe, das macht sich jetzt bezahlbar, dass ich hier lang bin. A bit of poison on my blade. Then let's go! Take a potion if you want to cast more spells. Die Musik immer dabei so abgeht. Ah. Guck mal einer an. Das scheint richtig zu sein. Fünf Stunden Reisen.
Schon dunkel draußen. Ich muss Schlückschen trinken. Ich denke, wir können weiter. Das Tal der großen Schlacht. Uha. Oh, ein Fuchs. Oh, noch ein Fuchs. Was sind die süß. Wo muss ich denn hin? Da war ja, da war kein Weg rein. Muss ich vielleicht hier lang? Hier ist auch falsch. Also einmal rum. Heiße Quellen. Wie geil. Da steht ein Baum mitten im Wasser. Oh, das ist ja schön. Ja. Hier kann ich sogar reingehen ins Wasser. Du Scheiße, das ist kein Baum. Das ist kein Baum! Oh, das ist scheiße, das ist sowas von kein Baum. Bin ich vergiftet? Oh mein Gott! Die will mich anfassen. Scheiße. Oh, fuck, warum denn nur auf mich? Kann mir mal einer sagen, was das für ein Vieh ist? Scheiße. Oh. Irgendwas macht die mit mir. Jetzt bin ich vergiftet. Scheiße, ich bin vergiftet. Wir haben's gleich. Let's see if you can ward off this faint. Okay, mit Magie ist wesentlich besser. Oh, was war das? Du Scheiße, was ist das? Muss man gleich nach einem Eintrag gucken, ey. Wir haben hier noch was. Das sieht aus wie eine Quest. Major Kragenwams. Groschengardistenschlüssel. Du hast diesen Schlüssel bei einem toten Groschengardisten gefunden. Die Truhe dieses armen Mannes muss beim nächsten Militärlager sein. Hat sich ja gelohnt. Was steht denn da oben? Was sieht aus wie ein Pferd? Krass, was hier für Viecher rumlaufen, ja? Irgendwo, ach da. Take a potion if you want to cast more spells. Close to Isarichnestiri. Ah, die Magie, ich brauch Magie. Let's see if you can ward off this feint.
Magie wirkt gegen die Viecher besser. Let's see if you can ward off this fate. Ja, aber Magie, also es gibt Monster, die wirklich mehr auf Magie anfällig sind und andere mehr mit dem Schwert. Boah, hier ist aber alles voll, ne, mit Viechern. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss, ey. Da hinten leuchtet irgendwas Grünes, das zieht mich magisch an. Da geht's woanders hin. Ja, es sind Lampen. Dann sind wir richtig. Also es sieht auf jeden Fall richtig aus. Da ist was. Ein Lager. Hallo? Schön. Werden wir jetzt nicht wieder angegriffen oder aufgehalten oder mal gefragt, was wir hier machen? Welche Bemalung haben die denn hier? Hm, schick. Gut geplant hier mit dem Wasserfall und so. Da hinten leuchtet's, da muss ich hin. Da habe ich nämlich einen Fähigkeitenpunkt wieder gekriegt. Und oh mein Gott, die halten die als Haustiere? Okay. Ich muss nach oben. Und ich muss hier hin. Ne, den kennen wir noch nicht. What are you doing here, Renaixe? Your kind are not welcome in my village. Das habe ich gemerkt. What can you tell me about your village? Why would I talk to a Renaixe about the Gooksob? All you need to know is that this name means the village of Black Ulgs. They are our friends and our companions, and like them, we do not like to be disturbed. I see. Anything else? Ulan, the king of Vignemri, wants to establish a trade agreement and sign a peace treaty with the governor of Hikmet. This sounds like something he would do. All he ever thinks about is picking up the crumbs left behind by the Renaixe. All of that in hope of breeding new life into his village, while insulting the memory of the deceased men and women who lived there. Hikmet's emissary will only sign if their merchants can move freely and in peace. They want to meet you. I am not like him. I am a Donaya Exregal, a proud man, not a slug. The Renaixe cannot be trusted. They are deceitful and only seek to trap us. Wir können jetzt Siora sprechen lassen, bei der deiner Ehre schwören oder das Charisma versuchen. Versuchen, seinen Stolz zum Vorteil zu nutzen. The Donaya Exregau I have met were fearless, and yet you were running away from a mere meeting. By refusing to negotiate, you were only showing weakness, nothing else. Oh, not Freddy. The worst part is that you are right. I cannot refuse this meeting without appearing weak. Fine. I will meet Ulan and his emissary. But I will not go to his village. Tell them to find me at Landristel. I will be there in a few hours. I will tell them right away. Thank you, Mordun. Oh. You really know how to talk to people. I never thought you would be able to convince Mordun.
His anger towards the Renaigse is so strong. Entschuldigung, hab angerempelt. Ja, ich gehe jetzt, muss jetzt aber Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.